Sag mir mal diese, du wolltest ja, guck mal, du warst ja kriminell. Du bist ja nicht mehr kriminell. Nein. Ne, du machst ja Alhamdulillah nichts mehr. Richtig. Okay, Bruder. Okay, du sagst ja, nee, du bist nicht mehr kriminell. Du hast so die Glaube gefunden. Alhamdulillah, oder? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So. Und du gehst auf TikTok mittlerweile und sagst auch die Leute, ich kann euch was beibringen. Spendet bei mir, ich bringe euch was bei. Richtig. Was bringst du die Leute bei? Okay, dieses Thema habe ich schon mal so oft gehabt. Ja, ich kann die Leute ein bisschen was anderes, was Gutes beibringen. Was bringst du die bei? Über Islam zum Beispiel habe ich auch viel gelernt. Über Islam. Ja, nee, du bringst die Leute was über Islam bei in TikTok. Oder was anderes kann ich beibringen zum Beispiel. Was denn zum Beispiel? Was sollen die beiden Leute spenden, Bruder? Hä? Was? Ich mache meine Leute in TikTok, ne? Ja. Mache ich unterhalten, Ja. Spaß, Lachen, Musik. Ja. 24 Stunden vielleicht. 24 Stunden. 24 Stunden vielleicht, ja. Was machen die anderen TikToker? Was, diese Hunde? Was machen die? Das sind Hunde. Sag, was sie machen. Und die kriegen, sag ich mal, ohne Witz, die kriegen vielleicht pro Nacht, kassieren die auf jeden Fall 30.000 bis 40.000 pro Nacht. Ein TikToker. Euro. Oh ja. An einem Tag. Ein Tag. Ja, ein TikToker macht 40.000 Euro an einem Tag. Ja. Was mache ich hier dann? Okay, Jani, du regst dich auf, dass andere TikToker einfach Geschenke kriegen, ohne dass die Leute was beibringen. Genau, keine Unterhaltung, keine Musik, nichts. Tamam. Was bringst du die Leute bei TikTok? Ich bringe die bei, unterhalten. Du bringst denen bei, wie man unterhält. Unterhalten, lachen, Musik. Ja. Und das machen wir 24 Stunden, fast immer. Fast immer 24 Stunden. Ja. Jani, du gehst eine Woche manchmal nicht schlafen. Jani. Kann man sagen, Ja, ja. ja, ja. Bring mal, okay. Gerade sagen wir mal, du bist jetzt live. Mein TikTok. Ja. Und heute ist Gazmen Nimonai Sprechstunde, was beibringen. Und ich bin jetzt ein Zuschauer. Ich stelle jetzt eine Frage von Islam, Beispiel. Und du gibst mir dann die Antwort. Guck mal, ich weiß nicht sehr viel jetzt. Ich bin kein Profi für Islam oder sonst was, muss ich ehrlich sagen. Also du bist kein Profi-Islamist. Genau. Ich weiß nur das, was ich gelernt habe, und das kann ich auch sagen, die Leute. Ja. Das, was ich weiß, kann ich sagen. Das, was ich nicht weiß, dann sage ich sofort, ich weiß es nicht. Aber die Leute fragen dich und du gibst Antwort und kriegst auch ein bisschen so Barakatus. Ich zwinge auch nicht die Leute zu schmeißen Geschenke. Wenn die wollen, können die machen. Ja. Ich sage nur mal die Leute lieber bei mir als bei anderen. Weil die anderen TikToker zum Beispiel, Ja. was bringt ihr euch bei? Und dann die kassieren 30.000 bis 40.000 pro Tag. Und bei mir kommt ihr rein. Und du lernst was über Islam und geben Geld. Nicht nur das, auch Musik, singen, alles drum und dran. Auch. Ja, zum Beispiel. Freunde, ein unveröffentlichtes Video von mir und Gas mit dem Knast. Das kennst du noch gar nicht. Das kennt noch keiner. Was geht ab, Freunde? Ich bin gerade bei Der kommt mir bekannt Gazmen, dem vor, besten Sänger. Das war Marcel Hermann, du Trottel. Marcel, ne? Was geht ab, Freunde? Ich bin gerade bei Gazmen, dem besten Sänger der Welt in der Bei Gazmen, beste Sänger der Welt. Ja, nee, guck mal, wie habe ich dich supportet mit meinem Bart? Ja, Schwein, guck mal, mein Bart. Guck mal, mein Bart, als ob ich in Dschungel war, 10 Jahre. Was hab ich mit diesem Fenster gemacht, Bruder? Ich dein Fenster, guck mal, so gemacht hast, warte, guck mal jetzt. Der versucht. Was versucht er gerade? Mit seinem Fernseher aus den 90ern versucht er gerade. Lass den mal oben! Zeig mal, wo ist dieser Besen? Mit Besen. Der wollte Fernseher mit Besen machen. Oder was ist das für ein Fernseher? Was hat der? Der hat mein Spannmann kaputt gemacht. Dein Spannmann hat kaputt gemacht? Ja. Ist der Ultra HD eigentlich? Smart TV? Hat der Farbe? Also läuft der mit Farbe noch? Oder ist er schwarz-weiß? Schwarz-weiß, ne? Ohne Scheiß. Jungs, heute Abend zeigen wir euch, wie der junge Herr singen kann. Der ist einfach nur unnormal. Der hat auch eigene. Hast du selber geschrieben Songs, ne? Ja. Viele Hochzeiten hast du auch gesungen, ne? Ja, klar.
Wer, albanische Hochzeit? Albanische, deutsche und auch. Was für auch deutsche? Schuhe, ja. 3 Meter Schuhe, Bruder. Aber keine kurdische oder türkische? Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Also falls irgendein Türke oder irgendwas heiraten möchte und einen Sänger braucht. Thank you very much, thank you very much. Genau. Bewege deinen Arsch, wir wollen duschen. Ich hab das gar nicht mehr im Kopf. Ich hab die letzten Satz gehört. Bitte achte mal. Albanische Hochzeit? Albanische, deutsche und auch. Auch deutsche? Ja. Aber keine kurdische oder türkische? Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Also falls irgendein Türke oder irgendwas heiraten möchte und einen Sänger braucht. Thank you very much, thank you very much. Genau. Genau. Bewege deinen Arsch, wir wollen duschen. Wir brauchen dich dort. Wir brauchen dich dort. Das war der Tag, wo ich auf dich Shampoo gemacht habe, ja, Maniak. Wo wir deinen Arsch machen wollten, ja, Schwein. Oh. Wegen deinem Gesang, ich deine Stimme, Klospülung. Walla, bester Mann. Wir brauchen dich noch. Ey, mit so 3 verschiedenen Shampoos sag ich dir, wir brauchen dich. Ey, an der Stelle, der Bruder, den ihr da seht, den Blond, das Hermo, der sitzt aktuell wieder drin. Wahrscheinlich kriegt er einen 10er. Ja, so wie ich gehört habe. Deswegen, Freiheit für meinen Bruder Hermo. Guck mal, wie ich hier aussehe, Friends. Richtiger Holzfäller. Ja, nee, wenn einer so, like, ich hab Angst vor mir selber gerade. Ja, steht wo, der sagt zu mir, komm duschen, like, ich bleib in meine Zelle. mit welcher Eier bist du in Dusche gekommen? Als die gesagt haben, wir brauchen dich in Dusche. Boah, ey, das ist so eine geile Aufnahme hier, Alter. Einfach so in Knast, Digga. Ey, ich muss mir nochmal reinziehen, ganz kurz. Das kenn ich gerade, Freunde. Wir sind gerade bei Gasman, dem besten Sänger der Welt in der Zelle. Der versucht. Was versucht er denn? Er hat der versucht, sein Fernseher auf Vordermann zu bringen. Ja, er ist, beim Liegen, er sieht nichts. Er wollte das so schön hoch machen. Da hat er vom Besen einfach. Provisorisch. Der hat auf Provisorium gemacht, ich. Walla, bester Mann, Gasmin, ich küsse dein Herz, Alter. Ey, ihr wisst nicht, Alter. Ihr wisst nicht, ey. Bester Zinker in Knast, schwöre. Ein falsches Wort gegen Gasmin, sofort Beamter hat dich gefickt. Boah. Mit seinem Fernseher aus den 90ern versucht er gerade. Lass den mal oben! Hey, zeig mal, wo ist dieser Besen? Mit Besen. Hey, Entschuldigung. Mit Brotdose. Mit Butterbrotdose. Bruder, was ist das für ein Fernseher, Alter? Das hat ja. Ja, Walla, Gasmin, wo sind deine Haare da, Land? Hast du jetzt immer noch? Zeig mal. Nein, keine Haare. Zeig mal. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Der hat so 3 Pilze hier. Immer noch. Ich küsse dein Herz. Boah, Gasmin ist so eine Legende, Alter. Ey, du weißt gar nicht, wie ich mich freue, dass du hier bist, mein Bruder. Dankeschön, Bruder. Mal kaputt gemacht. Dein Schmammer hat kaputt gemacht? Ja, ist der Ultra HD eigentlich? Oder Smart TV? Hat der Farbe? Also läuft der mit Farbe noch? Oder was ist er? Walla, wir haben den einfach nur gemobbt. Schwarz-Weiß, ne? Ja. Ohne Scheiß. Jungs, heute Abend zeigen wir euch, wie der junge Herr singen kann. Der ist einfach nur unnormal. Der hat auch eigene. Ich küsse dein Herz, Alter, boah. Hast du selber geschrieben Songs, ne? Ja. Viele Hochzeiten hast du auch gesungen, ne? Ja, klar. Albanische Hochzeit? Albanische, deutsche und auch. Auch deutsche? Ja. Aber keine kurdische oder türkische? Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Also falls irgendein Türke oder irgendwas heiraten möchte und einen Sänger braucht. Thank you very much, thank you very much. Genau. Bewege deinen Arsch, wir wollen duschen. Wir brauchen dich dort. Das ist der TV. Das hat der TV nicht kommen sehen. Ey, richtig geil. Das war eine lustige Zeit, ich sag euch, mit Gasmin. Ey, Gasmin hat uns die Zeit echt versüßt. Wir haben zwar viel Späße auf den gemacht, wir machen auch viel Masra auf den, aber
Wallah, sei ehrlich. War geile Zeit, oder?